Willkommen und hallo, Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einer Folge ETS2 auf der TSM Map 6.0 und dem Patch 1.21. Der neue Patch, der rausgekommen ist, jetzt im Moment noch in der Open Beta über Steam zu beziehen. Ja, und eine Mod-Vorstellung, und zwar von unserem Scania R700 V8 Topline. Ihr seht ihn da so ein bisschen rotieren. Das gute Stück möchte ich euch dann heute mal vorstellen. Und ich denke, wir fangen einfach mal damit an, dass wir einen Händler besuchen, damit wir dann sehen, was wir da alles so machen können. Na, besuchen wir hier mal den kleinen Händler in Stockholm. Natürlich machen wir das Ganze online und dann dauert das einen kleinen Augenblick. Aber dann sehen wir, hier ist das gute Stück. Scania 2012 R700 V8 Topline. Gehen wir mal rein. Natürlich wollen wir die Ausführung ändern. So wird er uns basismäßig präsentiert. Ich muss sagen, er sieht in der Basis schon eigentlich ziemlich gut aus. Da kann man jetzt nicht so meckern. Was bringt er uns sonst noch? Ja, Fahrerhaus, halt die Topline-Version, ne? Mehr nicht. Aber dafür könnten wir, wenn wir wollten, von 4x2 bis 6x4 ist alles dabei. Können wir also machen, wie wir wollen, mit Liftachsen, ohne Liftachsen. Ja, je nachdem, was ihr gerne hättet. Wir lassen ihn jetzt einfach mal kurz in der Grundversion, ne? Da seht ihr auch, Kotflügel sind sogar schon lackiert in Wagenfarbe. So, Motoren haben wir einen. Und zwar den mit 700 PS. Deswegen heißt unser Scania auch, der Mod Scania, R700. So, ein guter Motor, würde ich sagen. Natürlich ein V8. Für die Umweltbewussten unter euch, ja, er hat Euro 6. Also schon weit, weit, weit vorne. Und zarte 700 PS, die natürlich durchaus reichen mit 3200 Newtonmeter. Das bewegt so einiges. So, was haben wir denn angetrieben? Erstmal die beiden Standardgetriebe, die SCS uns immer mitbringt. 12 Gänge, einmal hier oben ohne Retarder, einmal mit Retarder. Dann sehen wir hier 16 Speed, 14 Speed, ne? 16 Gänge, 14 Gänge. Runter bis zu 18 Gängen. Eaton Fuller. Ich habe mal irgendwann bei der Bundeswehr, als ich meinen LKW-Führerschein gemacht habe, auch so ein Fuller-Getriebe gehabt. Das hier hieß immer schön, nicht synchronisiert Zwischengas geben. War das toll. Ja, wir lassen auch hier mal unser altbewährtes 12-Gang-Getriebe drin, weil alles, was ich sonst an LKWs habe, schalte ich auch nur bis zum 12. Gang durch. Dementsprechend lassen wir das jetzt mal so stehen. Da darf sich natürlich jeder aussuchen, was er denn gerne hätte. Je nachdem, was er auch bewegen möchte, mit welchen Achslasten er da hantieren möchte. So, Interieur. Wir sehen die Standardausführung hier. Schon mal schicki bunt, ne? Schön mit unserer Bommelgardine. Oh, guck mal hier, eine kleine Scania. Das ist doch mal süß. Ach, wo ich die Zigaretten da gerade liegen sehe. Ne? Erstmal ein Zug an der Fernfahrerzigarette. Liebe Kinder, ne? Nicht das Rauchen anfangen. Nicht gut. Macht man nicht. So, was haben wir hier alles? Ein bisschen Unordnung. Was ist das da unten? Eintrittskarten für den Puff? Oder was ist das hier? Noch eine Landkarte. Aha. Eine Landkarte gibt es also auch noch. Okay, falls das Navi mal versagt, ne? So sieht das aus. So, Handy haben wir, Sonnenbrille immer wichtig als Trucker. Braucht man unbedingt. So, was haben wir hier noch? Exklusiv. Ja, das habe ich gar nicht drauf geachtet. Da ändert sich dann wirklich doch das Lenkrad. Der Rest ist gleich. Tja. Das Ganze haben wir dann auch noch exklusiv V8. Auch hier sehen wir keine große Veränderung. Bis auf das Lenkrad. Das ist jetzt schwarz. Tja. Kann man sich jetzt also aussuchen. Standard, exklusiv V8. Das darf jetzt jeder von euch sich aussuchen, wie er möchte. Ne, bleibt gleich, ne. Es ändert sich wirklich nur das Lenkrad. Dürft ihr euch also aussuchen, ne, ob ihr die günstige Variante für 31.000 Euro nimmt oder die teure für 39, damit das Lenkrad dann oben schwarz ist.
Puh, edles Lenkrad, würde ich mal sagen. Der Rest, der bleibt dann erstmal so. Schauen wir mal weiter. Was bringt er uns dann an Farben mit? Tja, die Standardfarben von SCS hat der Mod dann auch dabei. Der sei es blau, weiß, rot. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt euch einmal durchzeigen soll, aber ach, wir sind da halb durch, ne? Machen wir weiter. Grün, orange. Sieht ein bisschen aus wie die Müllabfuhr. Naja. So, in rot. Und dann, ja, Ivory. Kine Wittler wüsste, was das ist. Das ist wie, wenn meine Frau zu mir sagt, Ocker. Den weiß sie auch nicht, was sie meint. Na, kriegst du ein Stück Schokolade, ist sie auch beruhigt. So, wir nehmen Weiß. Weiß ist immer gut, da sieht man den Schmutz so gut dran. Anbauteile. Jetzt wird's interessant für uns. Endlich Anbauteile. So, Felgen. Das hier oben ist immer noch Mercedes. Nicht wundern. Ja, Felgen selber. Nein, hat er auch die Standardfelgen. Na, klatschen wir mal drauf. Was bringt ein Reifen mit? Auch hier haben wir unsere altbewährten Reifen von SCS. Ja, machen wir hier das auch gleich nochmal so, ne? Wir wollen hier ein bisschen gleichmäßig schicki. So, wo wir hier an den Seiten sind. Natürlich auch die Türgriffe können wir entweder in weiß lackiert, aber dann finde ich sie nicht wieder. Dann kriege ich den LKW niemals auf. Oder in verchromt. Das geht auch. Was haben wir hier noch? Seitenverkleidung immer wichtig. Wir wollen ja nicht auf den schnöden Tank gucken. So, da gibt es Original. Original mit Rauch raus. Und das Ganze dann auch noch in Chrom. Aber ich glaube, das ist des Guten ein bisschen viel, ne? Wir lassen jetzt hier mal einfach ja, das Original, weil ich muss leider sagen, ich finde das zwar ganz nett und witzig gemacht hier immer mit den Abgasen. Das Dumme an dem Mod mit den Abgasen ist leider, ja, läuft der Motor nicht, dampft es trotzdem raus, ne? Tja, das ist leider auch bei diesem Mod so. Wenn der Motor aus ist, dampft er immer noch. Deswegen können wir eigentlich auch den Nummer einnehmen. Denn während der Fahrt sitzen wir eigentlich im LKW. Da sehen wir den Dampf sowieso nicht da rauskommen. Also können wir es auch schnöde so lassen. So, kommen wir nach vorne. Wie ihr seht, er ist von Haus aus schon, ja, ziemlich aggressiv geschnitten. Auch mit viel Chrom hier schon. Da blitzt es schon ordentlich durch. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Ja, Schutzbügel und Kühlergrill. Haben wir also ein. Mit ein paar Anbauteilen. Da können wir uns jetzt aussuchen, was wir hier anbauen. Da gibt es jede Menge. Ich weiß zwar nicht, warum der DAF da mit dran ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na, da darf sich jetzt jeder anbauen, was er möchte. Aber das würde ich nicht anbauen. Nein. So, wir lassen das jetzt mal ohne Lampen da so dran. Ja, Bügel. Haben wir einmal ja, gleich mit Lampen da unten so dran, ne? Das Ganze gibt es auch nochmal in Gelb. Wir könnten jetzt auch hier uns selber Lampen dann anbauen. Mit diesen Bügelchen. Das sind die Standardbewährten, die wir so kennen. Da ist jetzt nichts großartig Neues dabei. Hier ist noch einmal, ne, so mit nach unten und dann auch wieder selber Lampen anbauen. Das ist natürlich, jetzt wird es aggressiv, würde ich mal sagen. Ja, hat doch, hat was. So, was können wir hier? GPS haben wir natürlich so automatisch sowieso schon in unserem LKW. Achso, die Seitenspiegel können wir natürlich auch noch schnöde Kunststoff, Wagenfarbe oder dann sogar verchromt. Auch das darf sich jeder aussuchen, wie er möchte. Dasselbe gilt natürlich hier für diesen Spiegel. Wer ihn haben möchte, kann ihn anbauen. Wer ihn nicht haben möchte, baut ihn ab. Ganz einfach. So, ja. Gardine. Haben wir eigentlich eine drin, ne? Wenn wir die drauf machen, kriegen wir noch eine zweite dazu. Macht jetzt nicht so viel Sinn, sich eine zweite Gardine über die andere zu hängen. So, Anbauteil hier richtig treffen. Tja, auch hier haben wir einmal neu R700. Schön in Plastik gehalten, ne? Auch da darf sich jeder nach seinem Geschmack bedienen, was er da gerne hätte. Wobei ich muss sagen, der passt nicht so ganz drauf, ne? Da
steht es ein bisschen über an den Seiten, würde ich mal sagen. Hier auch leider ein bisschen, aber so, naja. Ah, guck mal hier, Zauberwürfel für 1000 Euro, ne? Zauberwürfel für 1000 Euro. Wenn sie Glück bringen, lassen wir sie mal dran. So, Lampenbügel. Da seht ihr schon die Standardvarianten. Und auch hier hat der Modder extra etwas eingefügt. Und schon habt ihr gleich mit Rundumleuchte und könnt hier eure zwei Lampenbügel dann noch besetzen. Auch hier können wir kurz gucken, was es alles gibt. Das könnten wir alles anbauen. Teilweise vom Modder mit dabei, teilweise dann aber auch... Sieht ein bisschen doof aus. Ja. Lassen wir weg, ne? Lassen wir weg. Auch da dürft ihr euch dann gerne aussuchen, was ihr euch anbauen möchtet. Da hat ja jeder so seinen eigenen Geschmack, wie er es denn gerne hätte. Aber wir gehen nochmal eben kurz zurück. So, Lampenbügel, ne? Wir wollen uns die anderen Lampenbügel ja dann auch nochmal anschauen, die es hier so gibt. Machen wir den nochmal wieder weg. Ja, dann hätten wir hier unten nochmal auch gleich mit Michelin-Männchen dran. Wobei, wir können sie uns auch selber dran bauen, wenn wir den anderen Lampenbügel dran machen. Hm. Wie gesagt, sucht es euch selber aus. Jeder darf machen, was er möchte. Da sind die Geschmäcker verschieden. Ja, genau wie mit den Rundumleuchten, ne, können wir hier noch eine draufsetzen. Allerdings muss er sagen, wenn wir hier uns den passenden Lampenbügel hier gleich nehmen, dann haben wir hier gleich Rundumleuchte. Bräuchten wir also hier keine zweite drauf, ne? Wäre ein bisschen überflüssig. So. Dann haben wir ihn von vorne eigentlich soweit durch, auch wenn wir jetzt nichts angebaut haben. Aber hinten seht ihr, hinten ist er nackig. Was bringt uns das denn hier alles? Ja, ist einfach nur vom Modder durchnummeriert. 11, 12, 13, 14, 15, 16, ne? Das können wir uns anbauen. Einmal den Klassiker. Einfach hinten Lampen dran. Fertig. Dann haben wir das Ganze mit dem R700 Scania Logo. Den klassischen Scania. Ja. Blind Guardian. Okay. Sagt mir jetzt leider nichts. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wenn ihr es kennt. Ja, das sieht aus wie ein russisches Playboy Bunny oder halt... Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Tine Wetter, nur nicht ganz so dick. So, und Long Vehicle, aber auch da muss ich sagen, so lang ist er nicht, ne? Der LKW, Freunde, der LKW. Was ihr schon wieder gedacht habt. So, wir entscheiden uns jetzt mal dafür, weil kaufen brauchen wir ihn jetzt natürlich nicht. Nein, bräuchten wir nicht. Und wenn ihr auf den Preis schaut, er ist auch einigermaßen erschwinglich. Er ist jetzt nicht so teuer. Wir gehen jetzt mal kurz ins Spiel und schauen uns an, wie unser Scania denn so in Natura aussieht. Der eine oder andere hat vielleicht schon die letzte Folge gesehen. Da war schon kurz mal von außen zu sehen, auch wenn ich das eigentlich gar nicht so wollte. Aber es ließ sich nun mal nicht verhindern, weil ich euch auch einen netten Stau da zeigen wollte. So, so sieht unser LKW von drinnen aus. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Interieur haben wir nicht mehr angeklickt. Aber ich kann euch gleich eins sagen. Ihr könnt nichts verändern im Interieur. Ihr könntet jetzt noch ein paar Namensschilder euch vorne reinsetzen. Der Rest, so wie er hier ist, mit Gardine und hier Tischchen und hier Kaffeebecherchen und da unten Eintrittskarte für den Puff, das könnt ihr nicht abwählen. Das bleibt so drinne. Soweit also zu dem Punkt Interieur, den wir eigentlich nicht angeklickt haben. Aber ich kann es euch so schon mal sagen. Da könnt ihr nichts dran verändern. Das hat der Modder so fest installiert. Das geht nicht weg. So, aber wir schauen uns mal eben kurz unseren LKW von draußen an. Das ist das gute Stück. So wie ich ihn mir ausgesucht habe. Ne? Seht ihr auch hinten die Luftanschlüsse. Alle schön mit Chrom. Da glitzert das. Auch das bringt der Scania ja schon von Haus aus so mit. Das hat der Modder so gemacht. Genauso wie vorne
am Kühlergrill auch, alles mit Chrom. Das Ganze frisst ehrlich gesagt ganz schön FPS. Der LKW ist also wirklich ein kleiner FPS-Fresser. Wer also über eine schwächere Grafikkarte verfügt, der kann da doch das ein oder andere Problemchen bekommen. Aber wir schauen mal, hat der Modder anständig gearbeitet? Dazu machen wir jetzt unsere Maschine mal an. Wie ihr seht, die Angel Eyes, die ich dran mache oder dran habe, funktionieren. Wir machen das Licht aus. Das ist das Standlicht. Das ist das Fahrlicht. Fernlicht haben wir auch. Und unsere Blinker funktionieren auch alle. Schon mal sehr gut. Ja, bauen wir wieder aus. Ja, Scheibenwischer funktionieren auch von außen. Ja, bewegen sich wunderbar und langsam. Und in langsam. Intervall haben wir nicht. Zumindest haben wir den nicht außen. Wir springen mal kurz rein. Auch von innen keine Intervallschaltung. Also nicht das, was andere Mod-LKWs uns auch schon mit den anderen Patches, die rausgekommen sind. Ich glaube, das war Patch 1.19, als es rauskam mit Intervallschaltung. Hat dieser LKW nicht. Ne, er sagte, Regen, eine Einstellung reicht. So, was können wir noch ausprobieren? Natürlich unsere Hupe. Hupe funktioniert. Lichthupe geht auch. Und die Hörnchen funktionieren auch ganz gut. So, ich würde sagen, unseren Scania haben wir jetzt erstmal gesehen. Das soll es erstmal für diese Mod-Vorstellung gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir mal schauen, wie sich der Scania dann so im Alltagstest macht, wie er sich da schlägt. Und Umleuchten hatten wir nicht ausprobiert. Ihr sagt aber auch nichts. Funktionieren also auch. Wunderbar. Sehr schön. Können wir also auch wieder ausmachen. Tja, ich würde sagen, wir kommen ja mit dieser Bombensensation, dass die Rundumleuchten auch funktionieren, erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert es, teilt es, kommentiert es. Ja, oder disliked es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.